herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic-Projekt auf der Provost Map. Hallo. Ja, heute mit Mikado. Ja. Endlich mal wieder, gell? Hast es sehnsüchtig erwartet. Von dem, ich mach mal hier gerade. Hast du nicht gesehen? Hast du gleich wieder kaputt gemacht, oder was? Nee, ich bin ein bisschen falsch gefahren. Aber nur ein bisschen. Wir machen hier weiter, wo ich letztes Mal gestern mit Tiger Farm aufgehört habe. Beim Gras mähen und Gras wenden. Mikado hat den Sitzplatz von Tiger Farm übernommen. Jetzt ready. Guck mal, ist voll praktisch. Du hast es da noch gar nicht so gesehen, ja? Dieses kleine, das kleine Mähwerk mäht nämlich schön auf der Seite, ne? Ein bisschen mehr Arbeitsbreite. Ja. Hier hinten, warte mal noch kurz. Jo. Dann fahre ich den das bisschen dann fertig. Das Mähwerk hängt, glaube ich, zu tief. Und gar nicht vorwärts, der Dritte. Okay. Gut, weiter geht's. Wir müssen einfach ein paar Ballen auf Vorrat produzieren für unsere schönen Kühe. Ups. So. Und der Gedanke ist, dass wir hier Heu machen auf der Seite oder auf der Wiese. Und drüben haben wir ja noch eine Wiese, da hinten, wo das Auto gerade fährt. Da können wir dann schön Gras machen. Ja. Hast du jetzt keinen Bock mehr oder so? Ach was, ich doch nicht. Jo, Challenge geht's natürlich auch weiter. Wenn ihr da noch nicht auf dem Laufenden seid, dann schaut mal gerne die Folgen, die bis heute gekommen sind, rein. Kommt ja jeden Tag um 14 Uhr. Challenge auf dem 2-Sternhof. Da mache ich nämlich dann Mikado-Blatt. Mit einer Schaufel und ich mit so einer Radlader-Schaufel, ne? Warum Radlader-Schaufel? Nein, keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen, Entschuldigung. Ach so. Ich hätte Kappa dazu sagen müssen. Ach so, ja, stimmt. Kappe. Kappe. Gerade eben habe ich mir schon mal so überlegt, eigentlich wäre es auch voll cool, wenn wir den Kyrowetz mal reinnehmen. Was haben die? Den Kyrowetz. Kennst du den? Ja. Den alten großen Traktor. Ich kann ja gleich mal einen Link schicken, aber der ist eigentlich, der ist wirklich alt, aber der ist sehr stark und sehr gut. Ja, den wird man mit Sicherheit dann irgendwann mal brauchen. An was ich gedacht habe, wäre, aber das gibt es glaube ich für einen 19er noch nicht, die Schlütter. Schlitter, ja. Aber ich glaube, die gibt es für 19. Ich glaube, die gibt es noch nicht, nee. Generell, wenn ihr Mod-Vorschläge habt, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, weil, keine Ahnung, es gibt zwar so ein, zwei Plattformen, das sind gut, gute Mods mit dabei, auf jeden Fall. Aber wir haben noch nicht für alles Mods. Ich habe nämlich auch mitgekriegt, dass es sein könnte, dass den Kalkstreuer, den wir drauf haben, dass der gar kein Kalk kann. Das müssen wir mal ausprobieren. Okay. Wahrscheinlich erstmal mieten dann. Also falls wir den gleichen drauf haben, den ich in einem anderen Projekt gesehen habe, das weiß ich aber nicht. Einen Schwader hat man auch einen neuen drauf, glaube ich. Echt? Aber ich glaube, der ging bei dir jetzt kurz vor der Aufnahme nicht. Ich sehe mal keinen neuen Schwader, also ich denke mal nicht. Nee, dann kriegen wir nicht. Ja, wir müssen auch einen Kreiselschwader, allerdings ein einfacher, von dem her können wir auch einfach den alten Kreiselschwader lassen.
Ja, stimmt. Ich hatte da auch letztens mal so als Mod so einen Kreiselschwader gesehen. Der hatte aber nur so diese zwei Kreisel, hatte der. Keine Ahnung, der hatte 2 Meter oder so, hatte der. Ja, ich denke, den wir hier haben, da hinten, der ist schon in Ordnung. Der hat wenigstens auch eine gewisse Arbeitsbreite. Ja. Ups. Jojo. Ja, Sturmhupen. Ey, jo. So, Sturmhupen. Ja. Sturmhupen. So. Aber das sieht schon mal ziemlich fein aus. So. Übrigens, du kennst meinen neuen Trecker hier noch gar nicht, ja? Den EMT. Ihr habt den Fiat verkauft, oder? Ja. Ja. Eigentlich waren wir ja auch dafür, dass der Ford verkauft wird, aber es hat sich keiner dazu geäußert. Von dem her ist der Ford immer noch da. Ah, okay. Und was ist mit dem John Deere? Ist der auch immer noch da? Der ist auch noch da, ja. Der steht unten bei der Silage. Mein guter John Deere. Ach, bei der Silage, die ich so gut platt fahren kann und immer stecken bleiben kann. Da bin ich ja immer perfekt drin. Also, wenn ihr mal einen braucht, der Silage platt fährt, wisst ihr immer Bescheid. So ungefähr. Einfach engagieren. Dann könnt ihr eigentlich direkt schon wieder die Hälfte des Geldes verschwenden für mich rauszuholen oder Abschleppdienst. Ja, so ungefähr. So, hier drüben brauchst du dann nicht schwaden, ja, da kannst du drüben gleich... Ja, ja, das hast du ja schon gesagt. Das wird ja nur Gras sein dann. Hey, warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Also im Grunde hätte ich ja gerne, dass hier mehr Leute mitspielen. Aber auch hier ist es das gleiche Problem wie bei der Challenge, dass du Leute koordiniert kriegst. Ja. Also der EMT hat aber ein bisschen Probleme. Haben sich eigentlich nochmal diese amerikanischen Leute nochmal gemeldet? Nee. Die Sache war ja auch, dass die vor allem im YouTube-Stream dabei waren, beziehungsweise auf Mixer. Und ja, durch die Twitch-Richtlinien darf ich ja nicht mehr gleichzeitig auf anderen Plattformen streamen. Ja. Und da ich gerade nur noch auf Twitch stream, wenn ihr noch nicht gefollowt habt, dann gerne mal vorbeischauen. Ja, stimmt. Folgt ihm einfach mal, dann könnt ihr ihn unterstützen dadurch. Wie ich zum Beispiel. Ja, bei dir auf jeden Fall danke fürs Abo auf Twitch. Ja, stimmt. Ja, was bekommst du jetzt eigentlich dadurch? Das weiß ich noch gar nicht. Echt? Muss ich nachher mal nachschauen. Bin ich noch nicht, so weit war ich noch nicht. Ich war gestern gar nicht am PC. Von dem her. Muss ich da nachher mal schauen. Werde ich im Livestream machen? Ich werde auch versuchen, dich dann so für immer zu abonnieren halt. Halt jeden Monat dann immer, ja, genau, immer neu subscriben. Ja, du kannst, hast jetzt auf jeden Fall neue Icons. Also die, eins. Ja, und du wirst im Chat, glaube ich, auch mit einem anderen Symbol angezeigt. Also, wo ich geguckt hatte, da hatte ich Moderator und Prime. Einfach nur. Also da wurde mir jetzt noch nichts angezeigt, wo ich da mal geschrieben hatte. Wann hast du geschrieben? Ja gut, da war... der Stream offline, aber man kann ja da trotzdem in den Chat reinschreiben. Ja, in der Stadt, weil wir das Moderator und Prime haben. Müssen die Symbole freigeschalten werden, das weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung. Alter, der EMT hat auf der Hinterachse zu wenig Kraft. Boah, ich hätte was. Oh, ey, jetzt ist mir eine geile Idee gekommen, wo du das Wort freigeschalten gesagt hast. Ah, ich glaube, darüber rede ich erst nach der Folge. Was ich auch angekündigt hatte, ist, wer bei 5 Twitch-Followern, Twitch 5, Twitch, sorry, jetzt noch mal. Bei 5 Abonnenten auf Twitch wird es einen Abo-Server geben, sozusagen. Ein Sub-Server. Ein Sub-Server, nennen wir es doch so, genau. Also da werden dann wird es einen neuen Community-Server geben.
Wo drauf? Auf dem alle. Weil das muss man noch entscheiden. Gucken wir mal. Auf jeden Fall können auf den dann die Abonnenten mitspielen. Auf die, die Fall. Auf Twitch subscribed haben, abonniert exakt, haben. Exakt, nicht auf YouTube. Entweder kostenlos mit Prime oder halt 5 Euro pro Monat. Genau. Aber nicht die Abonnenten von YouTube, ja, das muss ganz klar sein. So ein großer Server. Das wäre ein bisschen. Ja. Also, entweder wir erreichen die 1000 Abos auf YouTube. Also, wenn wir das erreichen, dann gibt es diesen Subserver. Oder 5 Abos auf Twitch. Das ist ein Deal, glaube ich. Ja, dann würde ich das, glaube ich, aber auch nur machen, dass die Leute mitspielen dürfen, die auf Twitch so aktiv mitschauen. Als die Leute, die halt jeden Stream dann immer dabei sind. Ja, wie zum Beispiel Leon. Ja. Oder also Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall dafür dann, das macht Abo. Und nicht jeder, der Twitch schaut oder ein Abo gibt, hat vielleicht auch Bock mitzuspielen, ne? Von denen her. Ja. Sind wir da, ja. Aber darf mitspielen. Der könnte, genau. Er hat die Chance. Wenn er nicht will, dann soll er sich halt, keine Ahnung. Darf er gerne weiterhin zuschauen. Genau. Der hat hier wirklich hier. Probleme, hier immer hochzukommen, der. Also wirklich, der Tiger Farm, der kann echt nicht gut Traktor fahren. Der hat einfach die Gabel oben gehabt. Das geht nicht. Ja, die Gabel habe ich hochgemacht. Die hat nämlich letztes Mal rumgepackt. Die hing eigentlich. Die Gabel muss immer, wenn man die nicht benutzt, unten sein, damit man keinen aufspießt oder so. Die Gabel gehört nicht an den Frontlader, wenn man damit auf dem Feld rumfährt. Die war schon dran, ja. Ich weiß. Das war schon. Der ganze Frontlader gehört abgekoppelt. Das war schon. Sagst du zu Hause auch immer, wenn irgendwas kaputt geht, gell? Das war schon. Eigentlich sage ich das immer nur, wenn irgendwie der Hund. Oder so. Sag ich einfach, das war schon, wo ich nach Hause gekommen bin. So, wie weit bist du? Bist du fertig, oder? Fast. So, vielleicht komme ich heute noch zu, dass wir gleich ein paar Ballen essen. Sure. Es wäre halt einfach vor allem bei dem Projekt ziemlich wichtig, wenn ihr Bock habt, dass ihr mitspielt, einfach euch meldet, weil wir haben hier wirklich keine Geräte mit hoher Geschwindigkeit, zum einen, und zum anderen keine Geräte mit mega Arbeitsbreiten, und deshalb kommen wir hier nicht so schnell voran. So, dann das schwaden. Muss man eigentlich einsehen. Deshalb kommen wir nicht so schnell voran und deshalb wäre es umso wichtiger, dass hier mehr Leute mitspielen. Also 3, 4, gerne auch 5 Leute gleichzeitig bei dem Projekt. Und umso wichtiger wäre es, dass uns Leute irgendwie Tipps geben, was wir irgendwie besser machen könnten. Das auch. Auf jeden Fall. Ich meine, die Kühe, ach genau, ich habe gelesen, wer hat das? Der Chiller HD, glaube ich. Dann kannst du ihn ja gerade in diesem Video grüßen. Warte, ich guck mal schnell. Ja. Der hat mir nämlich geschrieben, weshalb das TMR nicht funktioniert hat. Ich soll jetzt schwadern, ne? Jo, bitte. Jo, mach ich. So, warte, der. Ne, Kulti HD hat folgendes Kommentar abgegeben. Da war zu viel Stroh drin. Wir grüßen Kulti HD. Genau. Schön, dass du reingeschaut hast. Zu viel Stroh drin. Das habe ich mir schon gedacht. Das Problem ist nur, diese doofe Maschine geht halt 12.000 Liter rein. Also, ich kann ja schlecht einen Ballen teilen, weil, wie ihr gesehen habt, der ist einfach so reingeploppt. Also, das ist. Aber bitte richtig schwaden, alles am Rand auch. Ja, versuche ich. Je nachdem, wenn hier kein Baum steht und ich das dann auch gut sehen kann, dann ja. Je nachdem, ob am Rand auch Gras ist, ja.
Also das mit dem TMR ist so ein Problem. Vielleicht finden wir da noch oder habt ihr noch irgendeinen alten Futtermischer? Dann schreibt uns den auch gerne mal. Einfach mal den Link unten in die Kommentare hauen. Dann wird man den, ich denke, bis zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Aufnahmesession dann auch mit reinnehmen, dass wir die Kühe wirklich komplett versorgen können. Ich fahr hier wie sonst was, ey. Übrigens, ja. Kühe. Wir haben 200 Gülle und 277 Mist. Ja, ist ja schon mal ein Anfang. Aber wir haben noch alles gut. Heu, Silage bräuchten die vielleicht bald mal wieder. Ah, warte mal, Heu sind wir ja gerade machen. Ja, Heuballen hatte ich ja 4 nur gekauft. Wie haben wir eigentlich? Ach, wir haben Hühner? Hühner haben wir auch, ja. Die haben wir letztes Mal voll gemacht. Aber die haben noch nichts produziert. Oh, wir spielen auf 1, das ist natürlich auch doof. Zeit 1. Sollte ich auf Zeit 5 stehen. So, ich bin dann gleich fertig hier. Ja, da bin ich sehr gleich mal fertig. Das ist sehr gut. Dann komme ich rüber zum Ballenpressen. Kommst du rüber? Na komm. Ich mach rüber. Kommst du rüber? Na komm mal ran bis auf einen Zentimeter. Nee, so nah muss nicht sein. Ja, auf einen Kilometer? Ja, ein Meter reicht. Okay. Ja, wenn man das Sprichwort kennt, dann ist das schon wichtig. Kennst du das Sprichwort? Komm mal ran bis auf einen Zentimeter. Wenn irgendjemand, obwohl, warte mal, das kenne ich nur von meinen Kumpel zu. Wenn jemand irgendwas Doofes gesagt hat und sich nicht traut, irgendwie mit dem, keine Ahnung, irgendwas zu machen, da muss man einfach sagen, komm mal ran bis auf einen Zentimeter. Dass er sich das mal trauen soll. Dann kriegst du deine Packung aufhalten. Nee. So, Kappe. Ja, Kappe, genau. Gut, fertig. Achso, VB. Hey, warum geht denn das nicht aus? Weiß nicht. Weißt du, was für ein Mod wir in Challenge-Projekt mal reinnehmen müssen. Hä, das hintere Schneider geht nicht aus. Was nicht? Das ist ja, dann kuppelst du doch einfach ab. Ja, einfach abkuppeln, sagt er hier. Ja, vielleicht geht er. Ja, ich kuppel's da ab, wo es hingehört. Wir müssen unbedingt ins Challenge-Projekt den Klaas Xerion mit reinnehmen. Gibt's den jetzt schon? Ja, ich habe einen gefunden. Aber da kann man halt komplett die Farbe wechseln. Und es gibt halt nicht komplett die Farbe Klaas. Da gibt's halt als allerhellstes gibt's irgendwie John Deere oder so war das. Okay, aber das ist kein Problem, das kann man reinmotten. Da bin ich nämlich gerade dran, dass ich mich da so ein bisschen fortbilde. Ja, das ist sehr gut. Da so ein bisschen mal rumgeguckt. Kann man die nicht auch irgendwie umwandeln, irgendwie von LS17 auf LS19? Da, so weit bin ich noch lange nicht. Wie geht denn A und X, geht das weg? Okay. Nee, ich meine, ich habe das mal irgendwo auf YouTube gesehen, dass irgendjemand erklärt hat, so ganz einfach. Obwohl, ja, ganz einfach war das, glaube ich, nicht 10 Minuten gegen das Video. Aber zum Erklären ist okay. So, aber ich denke, wir müssen das nächste Mal hier... Warum kann ich jetzt die Zapfwelle nicht wegmachen? Ja, schön. Hast du X gedrückt? Ja. Keine Ahnung. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Gut. Aber die Ballen pressen, muss man in der nächsten Folge machen. Weil wir sind am Ende angelangt. Oh Gott, das geht ja immer so schnell. Ja, und wir hatten am Anfang gesagt, machen wir nur 16, 17 Minuten. Zack, sind wir doch wieder bei 20. Echt? Sind wir bei 20? Jo. Jo, ich kam mir gar nicht so lang vor. Ja, so ist es immer, ey. Die Zeit vergeht, ne? So, ich kuppel hier nochmal schnell an.
Hab's jetzt auch gelernt, dass ich hier auf dem Motor. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder alles. Und bis zum Montag. Bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss.